Jahresausklang in der Puckhölle am Seilersee. Das Eisstadion in Iserlohn mit knapp 5000 fast ausverkauft. Bill Stewart und seine Adler zu Gast und das Spiel hielt alles, was es im Vorfeld versprach. Die Gastgeber in Blau in diesem so wichtigen Spiel um die Playoff-Teilnahmen. Der Ex-Mannheimer Christopher Fischer und sein langer Weg ins Glück from Coast to Coast. Strafzeit ausgenutzt, aber wie? Er sucht eine Anspielstation. Er sucht und er findet die Lücke zwischen Entras und dem Pfosten. Von Beginn an Playoff-Eishockey im Hochgeschwindigkeitsstil. Die Adler zuletzt mit Problemen bei der Chancenverwertung. Aus dem Nichts mit dem Ausgleich. Sie waren die bessere Mannschaft, sie hatten große Chancen. Der allerdings war eher etwas überraschend. Luke Adam mit dem Ausgleich zum 1:1. Wieder Powerplay für die Gastgeber und wieder Fischer. Der erste war aus der Feinkostabteilung, der von der Fleischtheke sein Leibgericht, die Schüsse von der Blauen 2:1. Und während der Stadionsprecher noch den Treffer zum 2:1 verkündete, klingelte es wieder. Jake Weidner mit dem 3:1. Friedrich dann zunächst der klasse Reflex von Entras, der sich die Scheibe fast selbst reinlegt und sie dann Weidner auf die Kelle löffelt. Es war die letzte Aktion für Entras. Bill Stewart holte ihn nach 20 Minuten aus dem Kasten. Mit Picard kam ein neuer Mann, aber Entras, das waren zwar unglückliche Treffer, aber keine kapitale Fehler. Bill Stewart und seine eigenwillige Psychologie. Mannheim kam mit viel Druck aus der Kabine. Die Mannschaft zerfiel nicht in ihre Einzelteile, spielten ein klasse Auswärtsspiel, scheiterten aber immer wieder am Darm. Und dann dieser Konter. Larkin hatte seine Position verlassen und Weidner 4:1. Als Adler-Fan wirst du verrückt. Vorne machen sie die Dinger nicht rein und hinten mit kapitalen Aussetzern. Wie kann Weidner da so alleine loslaufen? Rob Daum, der ehemalige Meistertrainer aus Linz, hat die Roosters zu 13 Siegen in 22 Spielen geführt. Dann Oskar Eklund auf der Strafbank. Wieder nur ein paar Sekunden gespielt. Und drin. 4:2. Toller Rückhandpass hier von Festerling und Desjardins mit dem Anschlusstreffer. Und jeder spürte, das war es wohl noch nicht gewesen für Iserlohn. Erneute Überzahl. Die Special Teams stark bei beiden Mannschaften, zumindest die in der Überzahl. Und da ist der Anschlusstreffer. Larkin macht seinen Fehler vom 1:4 wieder gut. Mannheim drückte nun. Die Mannschaft erspielte sich viele Chancen, einige davon nutzte sie. Dann allerdings nochmal Adam mit einer überflüssigen Strafe. Reul verliert die Scheibe, Brown und das ist die Entscheidung. Lou Caporusso. Iserlohn rettet sich ins Ziel 5:3, ein Big Win im Kampf um die Playoff-Plätze. Das ist das Frustrierende gerade an unserer Situation. Ich denke mir, wir werden besser, wir machen Dinge konstanter, konsequenter. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das Torschussverhältnis war, aber wir haben viele Scheiben zum Tor gebracht. Im ersten Drittel, denke ich, waren wir eigentlich ziemlich überlegen. Aber Israel hat es eigentlich ganz schlau gespielt in Überzahl und hat da ihre Chancen genutzt. Ja. Und Nachtrag 54:36 war das Schussverhältnis. Iserlohn gewinnt glücklich, aber nicht unverdient. Sie machen die entscheidenden Dinge richtig. Und die Adler Mannheim, das muss man nochmal auf der Zunge zergehen lassen, rutschen mit dieser Mannschaft und mit diesem Etat erstmals raus aus den Playoff-Plätzen.